So, und jetzt habe ich es auch endlich geschafft. Jetzt bin ich in der spanischen Urlauberlandschaft hier am Markt in Helmstedt auch unten angekommen mit einer spanischen Bar, wie es dazugehört. So stelle ich mir zumindest einen Urlaub vor. Was haben wir denn im Angebot? Cocktail del Sol und Erdbeer-Margarita. Nebenan gibt es Sangria und auf der anderen Seite 43. Und der ist für mich, oder wie? Der ist für Sie. Was haben wir denn da? Bitte? Was ist da drin? Ganz viele schöne Sachen. Also die Helmstedter haben auf jeden Fall guten Humor. Ich probiere einfach mal. Vielen, vielen Dank. Gott sei Dank ohne Alkohol. Schmeckt aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Also die spanische Bar, die haben wir hier auch. Wir haben den Strand, wenn ich da mal rüber gucke, mit den 250 Helmstedtern, die verkleidet sind. Da könnte es vielleicht ein bisschen knapper werden. Wir zählen weiter, gucken uns das gleich genauer an. Wollen Ihnen erst ein bisschen was verraten über die Stadt an sich. Viele kennen vielleicht Helmstedt vom Vorbeifahren an der A2. Da tun Sie dieser Stadt Unrecht. Es gibt sehr viel zu erfahren. Das, was Sie vielleicht schon immer wissen wollten, beziehungsweise wissen sollten, das zeigt Ihnen jetzt Henning Ort. Helmstedt hat die Post, Leitzahl 38350. Liegt zwischen Elm und Lappwald, etwas über 23.000 Einwohner, erstmals erwähnt im Jahr 952, soweit die Zahlen. Aber Helmstedt ist eine Stadt mit Geschichte. Die schönste und bekannteste davon ist sicherlich die vom Ende der deutsch-deutschen Teilung, mit der Grenzöffnung am Übergang Marienborn im November 1989. Das ist eine halbe Revolution, was von gestern bis heute möglich war. Das ist Wahnsinn. Weniger bekannt ist, dass Helmstedt auch mal eine Universitätsstadt war bis 1810. Davon zeugen bis heute das Iuliacum Novum mit alter Aula und 400 sogenannte Professorenhäuser in der Altstadt. Helmstedt hatte Vergnügen am Vergnügen als Kurort mit Theater und Badeanstalt inklusive Glücksspiel nur für Badegäste. Aber damit war 1846 Schluss. Besuch bekamen sie hier trotzdem immer wieder. Goethe war mal da und Hoffmann von Fallersleben ging hier zur Schule. Und dann war da noch Georg Alers. Ja, genau, der. Kennen Sie diesen Mann? Nicht wirklich. Nee? Nee. Auf den ersten Blick jetzt nicht, nein. Nee, das weiß ich nicht. Nee, sag mir nichts. Ist das jetzt schlimm? Och, Georg Alers ist immerhin ein bedeutender Sohn Helmstedts. Er erfand einst die sogenannte Flügelsäge, ein noch bedeutenderes Werkzeug für die Forstwirtschaft. Echt jetzt? Okay, dann bin ich jetzt schlauer. Heute sagt man Bügelsäge, erklärt Lorenz Flatt vom hiesigen Baumarkt. Ja, bis heute wird das benutzt. Also jeder kann das im Garten einsetzen. Diese Bügelsäge wird heute kombinierbar gemacht. Man kann sie sowohl in der Hand benutzen, als auch am Stab benutzen. Zur Legende wurde Helmstedt 1965 hier auf dem Holzberg beim Besuch von Bundespräsident Lübcke. Wolfgang Wirth war damals 29 Jahre jung, Ratsherr und mit dabei. Und das war gut so. Bundespräsident Lübcke war dann hier und saß natürlich in der ersten Reihe. Und ich war so ein oder zwei Reihen, saß ich hinter ihm. Ja, und dann sollte er reden, der Bundespräsident. Wenn ich dieses Jahr hier zum 17. Juni in Nix. Und da habe ich gesagt, Helmstedt. Das waren Sie auf dem Ja, Band? Ja, das war ich. Und dann hat er sich noch, das werde ich nie vergessen, umgedreht, danke, in Helmstedt sprechen. Alles halb so wild damals. Wir haben da so ein bisschen mehr humorvoll aufgefasst. Nicht? Die grienten alle so ein bisschen. Nicht? Wie gesagt, Helmstedt hat ganz schön und vor allem schöne Geschichten. Vielleicht schreiben Sie heute Abend ja wieder eine. Ja, wir arbeiten dran, dass wir wieder eine ganz tolle Geschichte schreiben, eine spanische Geschichte. Dazu passt dieser junge Mann hier in einem perfekten Outfit. Wo haben Sie das her? Aus der Verwandtschaft überall zusammengesammelt und das Beste rausgesucht. Und dieses Schleifchen und so weiter und so fort, also selber die Idee gehabt oder wer war da am Werke? Die ganze Familie. Die ganze Familie. Und wie fühlt sich das an, spanischer Abend in Helmstedt? Super. Okay, dann schlage ich Ihnen vor, ein bisschen zuzugehen, dass Sie auch gezählt werden, damit wir 250 zusammenbekommen. Wir haben hier eine Carmen. Ja, natürlich. Und der echte Name? Sabine Herzog. Okay, und passt das gut zu Helmstedt, Spanien? Also Sie sehen alle wirklich schön. Och, das sieht auch toll aus. Da gucken wir gleich mal hin. Also passt, ne? Bei den Temperaturen auf jeden Fall.
sagen. Und hier haben wir eine ganze Familie. Könnt ihr auch Spanisch sprechen? Nein. Was denn? Hola. Ja, das ist das Einzige, was. Wie haben Sie es hingekriegt, die ganze Familie zu verkleiden? Wir sind mitgefangen. Die Familie kommt von der Seite meines Mannes aus Helmstedt. Okay. Gar nicht schlimm. Und wie geht's dir hier? Ja, gut. Und bitte einmal weiter, dass wir 250 schaffen. Sehr schön. Wir gucken dann hinten auch nochmal. Die Regeln sind ja, drei Teile machen eine Verkleidung. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was man aufbieten muss, damit das auch hinhaut. Und wir hatten ja eine ganz ziemlich stressige Woche, haben wir immer gesehen, hier in Helmstedt. Alle Beteiligten haben fleißig gewerkelt, damit das was wird hier mit dem Gefühl von Spanien. Und auch der heutige Tag, der hat es nochmal ganz schön in sich. Den hat Frank Bebenroth beobachtet. Zuschlag um 12 Uhr mittags. Zum ersten Bierchen auf dem Marktplatz gibt's eine Tonne feinsten Sand. Die Grundlage für die Strandbar, die hier heute Abend bespielt werden soll. Großartig Zeichnungen haben wir nicht gemacht. Wir improvisieren hier einfach. Wir wollen uns ja hier fühlen wie in Spanien. Ne? Nicht wie in Helmstedt, sondern heute ist hier Spanien angesagt. Mit Palmen vom Baumarkt, selbstgebastelten Papierblumen dank an den Kindergarten von dieser Stelle, ein paar Bastmatten und passender Flagge. So einfach geht Spanien. Anpacken müssen alle. Den Kopf dürfen sich die Damen zerbrechen. Soll ja schließlich alles schön aussehen. Die sagen, wo sie es hinhaben wollen, wie sie es haben wollen. Wir führen aus, wie es eigentlich richtig ist. Ich weiß, wie es zu Hause auch ist. Wir können die nicht hier vorne stehen lassen, weil wenn die sich Getränke holen wollen, dann müssen die ja rangehen. Also müssen wir das ein bisschen anders machen. Ja, die grobe Richtung stimmt. Und was ist mit den Details der Strandbar? Ja, der Feinschliff kommt noch. Der Feinschliff kommt noch. Sie haben alles im Griff, die Helmstädterinnen. Dem Zufall haben sie die letzten 5 Tage wenig überlassen. Sie haben die ganze Woche fleißig geübt. Wir haben im Freibad geübt, wir haben im Jugend- und Freizeitzentrum diese Woche geübt. Wir haben hier auf dem Marktplatz gestern auch noch mal geübt. Und bestimmt heute Nachmittag finden sich auch noch ein paar, die dann noch mal vortanzen werden. Tatsächlich, am Nachmittag spontan ein Satz von Dolores und Rosa. Die zwei Spanierinnen mit Wahlheimat Helmstedt bitten zum spontanen Tanztraining auf dem Marktplatz. So wie es aussieht, diese Wette können sie an Helmstedt locker aus der Hüfte gewinnen. Zurück in Helmstedt. Wir zählen weiter, die ganzen Spanier. Und ich habe die Hannelore neben mir. Und die habe ich kurz mal angehalten, weil, zeig mal bitte, was du da Schönes dabei hast für die Verkleidung. Was ist das? Einmal mit einem Stein und einmal mit Geld. Darum geht's, liebe Leute, bei der NDR-Sommertour. Sich selbst was einfallen zu lassen. Und da gucken wir mal eben rein. Das ist eine Kastagnette mit einem Stein. Sehr schön, Hannelore, vielen Dank. Und an dich die Frage, wir machen das ja immer mit der Sommertour und dieses Mal ist das Motto Sommerhits, um nochmal so eine Zeitreise zu machen. Fühl's nochmal. 2002, was fällt dir spontan ein? Ja, da bin ich 60 geworden. Das heißt, du bist jetzt, okay, und was ist privat passiert oder in der Welt? Auch vieles, aber nicht, was ich unbedingt jetzt so sagen möchte. Wir gucken einfach mal gemeinsam, denn für diese Zeitreise einmal weitergehen. Und auch alle bitte, sonst können wir ja nicht weiterzählen. Entschuldigung, wenn ich Ihnen im Weg stehe. Einfach mal durch, macht überhaupt gar nichts, wo wir bei der Zeitreise sind. Wir wollen nämlich auch mal schauen, was in dieser Zeit des Sommerhits, in diesem Fall der Ketchup-Song, los gewesen ist. Und Frank Bebenroth hilft Ihnen auf die Sprünge. Erst kommt der Euro, dann das Blitzeis. Mit beidem haben die Niedersachsen so ihre Probleme. Und nicht nur das. Eine zäh fließende Verkehrsbeeinträchtigung gab es heute auf der Autobahn 2. Rund 10 Tonnen Tomatenketchup waren bei einem Unfall ausgelaufen. Verletzt wurde niemand. Schröder gegen Stoiber. Ich oder er? Ja, sie waren wirklich überzeugt von sich, die Kanzlerkandidaten. Deutschlands erfolgreichster Plattenverkäufer macht jetzt auch in Büchern. Dieter Bohlen schreibt den Bestseller des Jahres. Ich versichere dir, dass jedes Wort, was ich in diesem Buch geschrieben habe, die Wahrheit ist. Montag, 12. August. Der Tag, an dem die Flut kam. Mittwoch, 14. August. Ein geschockter Kanzler trifft geschockte Bürger.
Wo soll denn das Geld herkommen? Ganze Dörfer müssen zwangsevakuiert werden. Wir können doch die Leute hier nicht einfach absaufen lassen. Morgen wird der Pegel wieder fallen. Es geht ja nur um den Anstieg jetzt mal. Das ist, ja, man merkt Frau, ja auch, da gehen auch Arbeitsplätze. Ich bin, Frau. Stoiber wurde zum Herrn der Versprecher, Schröder zum Hochwasserhelden. Als der Bayer nach Sachsen kam, war die Flut vorbei. Oliver Kahn, Deutschlands Torwartgott. Er hielt bei der WM alles, patzte erst im Finale. Deutschland wird bloß Tränen-Weltmeister. Das Kleid des Jahres. Ein Fetzen eher mit anscheinend nichts drunter. Riesenrummel um Sarah Connor. Hier kommt Edmund Stoiber. Der Alte ist wieder der neue Kanzler. Ja! Hannover meldet sich nach 13 Jahren in der Zweit- und Drittklassigkeit zurück ins Fußball-Oberhaus. Und Eintracht Braunschweig feiert endlich den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Das ist es endlich! So, Fernseher aus, wir sind zurück in Helmstedt. Wenn Sie übrigens selber mal gucken wollen, was Sie noch so wissen aus dieser Zeit, gehen Sie mal ins Internet, ndr.de/niedersachsen. Da gibt es einen Online-Quiz über die Jahre, so um 2000. Und jetzt muss ich unbedingt mal mit Kerstin Werner sprechen. Denn jetzt wollen wir auch mal gucken, wie viele Helmstedter wir haben von NDR 1 Niedersachsen. Kerstin, wir machen die Sommertour jetzt schon so lang zusammen. Ja. Heute ist irgendwie besonders, oder? Ja, es ist was richtig Tolles und ein toller Auftakt für das Jahr 2016. Und es war irre hier. Es wurde gezählt. Und hier ist das Ergebnis, das amtliche Ergebnis. Es ist eine 8. Dann haben wir eine 5. Und dann eine 3. Das bedeutet 358. Und die Helmstedter sind die Spanier des Nordens. Kerstin, und einer jubelt am lautesten. Das ist der Bürgermeister. Bevor wir uns gleich unterhalten, Kerstin, vielen, vielen Dank. Eine Glücksfee für Spanien. Und wir sehen uns gleich. Was hältst du von den Helmstedtern? Was sind die? Sensationell. Die Spanier des Nordens. Ich habe es nicht übertrieben und ich freue mich auf eine heiße spanische Nacht mit Ihnen. Moment, Kerstin. Wir sehen uns gleich auf der Bühne wieder, denn doch ganz haben wir das noch nicht. Mein lieber Herr Schobert, die Anzahl haben Sie geschafft. Jetzt müssen wir noch den Ketchup-Song singen und tanzen. Sind Sie vorbereitet? Also auf jeden Fall. Okay. Vielleicht darf ich erst mal sagen, an alle, die jetzt mitgemacht Moment, haben. Moment, das machen wir gleich, Herr Schobert. Die Danksagen okay. müssen sich noch aufsparen. Ich würde sagen, wir wollen erst mal gucken, ob Ihre Helmstedter das hinbekommen. Und zwar Jan Eppert von NDR 1 Niedersachsen, unser DJ, der hat die Musik. Ich sag mal, Musik ab für den Ketchup-Song und wir gucken mal, was jetzt passiert. Das ist das Zeichen, dass die Stadtwette gewonnen wurde. Der Eintänzer, der Vortänzer, das war der Bürgermeister überall, wo man hier diesen hier gerade mit den Händen und Armen hoch. Da hat man gesehen, haben alle mitgetanzt. Herzlichen Glückwunsch. Was wollten Sie denn eben schon sagen? Also, ich möchte euch allen Dank sagen. Das, was die Helmstedter und Helmstedterinnen und die vielen Gäste heute gebracht haben und heute noch bringen werden, ist einfach genial. Herzlichen Dank für eure Mitmachen, für euren Einsatz und schön, dass wir jetzt zusammen eine große Party feiern. Dankeschön. Darüber freuen wir uns von NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen natürlich auch. Und jetzt fehlt natürlich noch eine Belohnung, mein lieber Herr Bürgermeister, und zwar die Urkunde für die Stadt Helmstedt für eine gewonnene Stadtwette mit gutem Beispiel voran bei der ersten Station unserer NDR Sommertour. Wo kommt die hin? Natürlich ins Rathaus, neben meinem Büro. Okay. Und wie war denn, sagen Sie mal wirklich nochmal, so ein bisschen Ketchup-Fieber? Ich habe irgendwo in den sozialen Netzwerken gelesen, Herr Schobert im Ketchup-Fieber. War das so? Auf jeden Fall. Beschreiben Sie mal, was hier in der Woche in der Stadt los war. Im Grunde genommen war es 5 Tage lang Musik, üben, Party. So wie man sich das vorstellt. Und ich denke, also diese Urlaubswoche, die wir jetzt hier zusammen in Helmstedt verbringen konnten, war für alle wunderbar. Und wie schon gesagt, die Party fängt ja jetzt erst richtig an.
Herr Schobert ist wirklich der perfekte Kompagnon. Hier besser hätte ich es gar nicht sagen können. Die Party fängt gerade erst an. Wir haben alles vorbereitet, Sie haben alles vorbereitet. Wir haben noch einiges vor. Marquez auf der Bühne passt natürlich perfekt zu einem spanischen Abend, wenn Sie noch hier herkommen wollen. Tun Sie das. Wir feiern bis 0 Uhr. Gibt es eine Grenze? Nö, eigentlich nicht. Was sagt das Ordnungsamt? Was für ein Ordnungsamt? Richtige Antwort. Wenn Sie Fotos sehen wollen von diesem Abend, beziehungsweise wie Kerstin Werner und ich uns hier gleich verkleiden, die gibt es dann auf jeden Fall im Internet heute Abend schon, vielleicht von Ihnen, wenn Sie hier heute waren, auch. Morgen in der Sendung machen wir nochmal eine Nachlese, gucken uns, was wir erlebt haben. Jetzt geht's los. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir in Northeim. Schönen Abend noch. Tschüss aus Helmstedt. Tschüss. Danke.